Cedric, lässt dich hier noch beglückwünschen von Simon und von Brandy zum Davis Cup, oder? Ja, klar. Alle, die mir alle gratuliert haben, es dauert, aber dass alle Deutschen da waren. Hat sich auch verdient. Hat er sich definitiv verdient. Erzähl mal, heute haben wir Dienstag, morgen geht's los in Metz. Wie fühlst du dich jetzt 2 Tage nach dem Davis Cup? Ja, ich habe es jetzt schon ein bisschen realisiert. Es war natürlich eine Monsterleistung vom gesamten Team. Ich habe super gespielt und muss einfach schauen, dass ich jetzt das übertragen kann in die restliche Saison. Und schauen wir mal, wie es jetzt hier läuft. Gestern bist du angereist. Hast du gestern noch trainiert hier? Ja, ich habe gestern noch mit Kohli eine Stunde trainiert hier auf dem Center und war trotzdem ganz gut. Wie funktioniert die Umstellung jetzt von der langsamen Asche, muss man sagen, in Hamburg hier zum Hartplatz in Metz? Also mir hat es ganz gut, bei mir hat es gut funktioniert. Ich meine, ich habe einfach versucht zu trainieren, zu spielen und das Beste daraus zu machen. Mehr kann man eh nicht machen. Aber den Abstand hast du schon, also bist du jetzt ready, um hier dann morgen eine gute Leistung zu bringen. Gegen wen geht's? Gegen Jesse Levin, schauen wir mal, wie es wird, aber ich habe auf jeden Fall gute Chancen und geht da was in der Woche. Perfekt, dann nimm das Selbstvertrauen mit, Cedric, und alles Gute, ne? Danke.